18. März 2019, 7:19 Uhr, rix-t-online.de. Steffen Halaschka, Stern-TV-Moderator, ist Vater geworden. Es wunderten sich nicht wenige, als anstelle von Steffen Halaschka plötzlich Nazan Erkis die RTL-Sendung Stern-TV moderierte. Der Grund war schnell klar, die Frau des Moderators stand kurz vor der Entbindung. Nun ist das gemeinsame Kind da. Quelle RTL: Steffen Halaschka, der Stern-TV-Moderator und seine Frau Anne-Kathrin haben ein Kind bekommen. Quelle RTL: Am Mittwoch verkündete Nazan Erkis bei Stern-TV, Steffen Halaschka wartet auf die Geburt seines zweiten Kindes. Drei Tage später ist das Baby da. Am 13. März stand statt Steffen Halaschka wieder Nazan Erkis für Stern-TV vor der Kamera. Die Vertretung vergangene Woche hatte dieses Mal jedoch einen ganz besonderen Grund, der 47-Jährige und seine Frau erwarteten Nachwuchs. Wie die Hamburger Morgenpost jetzt berichtet, ist das Kind des Paares auf die Welt gekommen. Das soll Steffen Halaschkas Frau Anne-Kathrin auf Facebook verkündet haben. Zu einem Foto eines blauen Fußabdrucks schrieb sie, Blau fehlte noch in unserem Team. Steffen Halaschka und seine Frau Anne-Kathrin werden zum zweiten Mal Eltern. Quelle Imago: Demnach haben Steffen und Anne-Kathrin Halaschka einen Sohn bekommen. Eltern einer Tochter waren der Moderator und seine Frau bereits. An die Rekordgeschwindigkeit seiner Schwester kommt er nicht ran. Ewig lange 2 Stunden brauchte Brudi von der ersten, vielleicht Wehe, bis zur Geburt, schrieb sie weiter. Schon bei der Geburt seiner Tochter hatte es der Moderator fast nicht rechtzeitig zu Stern TV geschafft. Meine Tochter hat mir das Vergnügen bereitet, ihre Geburt an einem Mittwochmorgen anzukündigen. Da war tatsächlich zunächst nicht klar, ob ich abends im Studio stehen würde, sagte Steffen Halaschka damals im Interview mit dem Stern. Wenige Stunden nach der Geburt stand der Moderator tatsächlich im Studio. Ob Steffen Halaschka auch dieses Mal wieder so schnell vor der Kamera stehen wird, ist noch nicht bekannt. 2011 hatte er Günther Jauch nach 21 Jahren abgegeben.